Wir sind Timo und Alina und das ist jetzt unser Zuhause. Ein Eigenheim auf 4 Rädern. Seit 7 Monaten reisen wir mit unserem Campervan durch Europa. In Griechenland angekommen, hatte uns die Corona-Krise fest im Griff. Es kam eine Ausgangssperre und wir steckten ganze 2 Monate auf der Insel Lefkada fest. Seit kurzem können wir endlich weiterreisen. Und wie es bei uns weitergeht, das seht ihr hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind gerade mit unserem Campervan auf dem Peloponnes in Griechenland unterwegs und haben jetzt einige Zeit, einige Nächte am Flychada Beach verbracht. Oh, ich hoffe, ja. Ich spreche das richtig aus. Ich weiß auch nicht, wie es ausgesprochen wird, aber es war einfach so ein traumhafter Ort. Wir wollten ursprünglich nur 1 oder 2 Tage da bleiben, sind aber länger da geblieben, weil es einfach so traumhaft war. Und dann sind halt einfach unsere Vorräte leer gegangen, gell? Ja, kein Wasser mehr, kein Essen mehr. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg nach Leonidio. Da freuen wir uns schon so lange drauf. Ich weiß nur, während der Ausgangssperre haben wir uns einfach mega drauf gefreut. So, oh, jetzt endlich wieder klettern und so. Und jetzt ist es endlich soweit. Und da ist schon Leonidio. Wir können es sehen. Und es sieht einfach so schön aus. Und also ich freue mich total darauf, es mal zu erkunden. Ja. Wir sind schon in Leonidio angekommen und wir hatten ja wirklich gar nichts mehr zu essen da und deswegen haben wir uns ganz viel tolle, frische Sachen gekauft hier im lokalen Markt und gleich auch 2 richtig geile Wassermelonen und ich freue mich so sehr darauf. Zur Yellow Wall. Und die befindet sich da. Wir haben jetzt 7 Uhr in der Früh und haben erstmal ungefähr 1/2 Stunde Zustieg, bevor wir klettern gehen können. Wir haben schon da drüben einen kleinen Begleiter. Wohin geht's? Rechts oder links? Weißt du Bescheid? Okay, da lang. Gut. Gehen wir da lang. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind oben am Wandfuß angekommen. Wir haben leider den Weg hier hoch ein bisschen verpeilt. Da hoch geht's. Mega schöne Route. Anspruchsvoll, aber auch eine super Aussicht von oben. So, heute ist in Leonidio Markt. Da wollten wir mal hingehen. Und das ist der erste Markt, den wir in Griechenland mitnehmen. Wir haben es ständig verpasst, deshalb geil. Abkühlung kann ich dir nur sagen. Ja, das ist jetzt unsere Ausbeute von dem Markt.
Und das ist einfach so viel und wir haben insgesamt 15 Euro bezahlt. Ansonsten gibt's jetzt Frühstück. Wir haben hier ganz leckeres Olivenöl. Das haben wir von dem Schweizer Pärchen Nadine und Marcel geschenkt bekommen. Die haben es wiederum von Griechen geschenkt bekommen. Also es wird schon ein paar Mal verschenkt, unser Öl. Und ich mache jetzt lecker Knoblauch-Olivenöl. Und ja, das ist unser Mittagessen heute. Und das haben wir gerade auf dem Markt gekauft. Boah, die sehen so geil aus. Und der ist auch noch frisch. Und das riecht schon bis hierhin, wirklich. Boah. Wir fahren jetzt weiter. Es geht jetzt zu einem Kloster. Aber es ist gerade wirklich sehr heiß geworden. Ich zeige euch das mal kurz. Wir haben knapp 39 Grad. Da oben ist Ilonas Monastery. Auf alle Fälle sehr beeindruckend. Das ist ein Kloster, was so direkt in die Felswand gebaut ist. Mhm. Und also mich hat es wirklich beeindruckt. Ja, total. Und wie immer keine Leute da und wir konnten es einfach für uns alleine genießen. Ja. Das war richtig cool. Klettern hier in Leonidio ist echt ein Traum. Wir waren jetzt in 5 Tagen in 4 unterschiedlichen Sektoren und alle waren spitze. Wirklich, wer klettern mag, der muss hierher kommen. Wir machen jetzt nochmal einen Spaziergang nach Leonidio vom Hafen aus. Wir gehen auch nochmal in die Stadt wahrscheinlich. Ja. Ja, wir brauchen Brot und uns ist ein Karabiner kaputt gegangen. Und wir wollen deswegen noch in den Kletterladen dort und einen neuen Karabiner kaufen. Climbing, the adrenaline increased to red. All this red is my logo. Climb to red Leonidio. Thank you.
Ihr wollt wissen, wie es bei uns weitergeht? Dann abonniert unseren Kanal. Bis bald!